Ja, siehst du mal, ne? Ein neues Leben, ein neues Glück. Wobei ich jetzt keine Ahnung habe, wo ich eigentlich bin, aber das war vorher auch nicht besser. Da ist die Sonne. Dann laufe ich einfach mal von vornherein der Sonne entgegen. Ich schätze mal, ich schneide dir jetzt folgende unglaublich lange Rennerei einfach erstmal raus. Weil ich laufe jetzt einfach nur endlos langsam die Straße runter, bis ich hoffentlich zu meinem Zelt komme mit den weiteren vier Pfeilen, die ich habe, was werden kann. Irgendwie sieht das hier anders aus. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Doch, doch, ich bin hier schon in der richtigen Ecke. Ja, was mache ich nur mit dir? Erschießen ist blöd, ne? Totboxen. Das ist auch noch Militärzombie. Naja, immerhin. Ein Zombie vermöbelt. Jetzt wüsste, ob das, wo ich vorhin drauf langgelaufen bin, ob das eine Parallelstraße ist oder ob das genau diese Hauptstraße ist. Das würde mich interessieren. Oben ist doch, glaube ich, das, von wo wir aus vorhin die Schafe und Co. gesehen haben. Nee, das ist es nicht, das sind andere Gebäude. Gartenleim und ein Generator. Wenn das kein Volltreffer ist. Hunter Pants. Naked. Eine Optik, paar Patronen. Ah, Hunter Pants sind schön in der Isolierung, aber der Zustand, obwohl wenn der Zustand schlecht ist, warum sie nicht schön basteln? Wir haben definitiv eine bessere Insulation als die Trainingshose. Da ist der Gasometer, würde ich mal sagen. Das könnte die Straße sein, über die wir vorhin gelaufen sind. Und dann ist das hier das Feld mit den sieben Geißlein. Wollen wir mal sehen, ob ich diesmal besser hinkriege. Dir das an, alles voll. Da sind drei. Das glaube ich noch mal drei. Diesmal schleiche ich mich ran, dann erkennt ihr mir gar nicht, mich gar nicht erst. Ihr seht mich überhaupt nicht kommen, habt ihr verstanden?
Ist das denn möglich? Ist das die Possibilität? Ja, da waren es nur noch 3 Pfeile. Sind die hier drüber gekommen? Können die über Zäune springen, die Viecher? Wozu braucht man dann Zäune? Aha, den habe ich irgendwie am Gesäß erwischt. Vorletzter Pfeil. Er scheint jetzt ein bisschen nervös zu sein, was mich betrifft. Über den Daumen. Er zielt genau über den Daumen. So, letzter Pfeil. Bleib doch mal stehen, blöde Ziege. Aha! Hab ich das doch gewusst? Es reicht, wenn ich böse gucke. Jetzt habe ich nur blöderweise gar kein Messer dabei, um das Vieh aufzubrechen. Also muss ich den gleich wiederfinden. Da ist der Zaun, die Ecke, weites Gelände. Erster bester Hügel. Ungefähr da irgendwo. Ach du meine Güte, hoffentlich despawnt der jetzt nicht sofort wieder. Tja, ups. Wiederfinden eines grünen Zeltes, von dem ich nicht weiß, ob es nicht vielleicht despawned ist. Ich bin doch vorhin irgendwie eher bergab gelaufen, um eine Stelle zu finden, wo das Ding stehen kann. War doch dieses Wäldchen, oder? Da hinten nämlich hingewetzt. Mann, da macht man was mit. Tja, ohne Messer kann ich die schön ergelegte Ziege nicht verwerten. Das ist aber sehr unangenehm. Okay, wenn das hier jetzt nichts bringt, dann muss ich erstmal weiterlaufen. Ach, guck mal da oben. Hier bin ich doch runtergelaufen, oder? Da ist der Gasometer. Dann renne ich jetzt erstmal zu den Häusern rüber. Und fürchte jetzt, dass das Zelt erstmal einfach verloren ist. Vielleicht steht es ja auch da zwischen den 3 Bäumen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, wir hatten eher bodennahen Bewuchs da, wo ich das Zelt hingeparkt habe. Und ein Zombie. Ah, genau da hinten im Gebüsch steht er. Ja, man kriegt im Laufe der Zeit ein Auge dafür.
Da ist der nächste am Rumbutschern, da ist noch einer. Wo ist das Haus, in das ich reingerannt bin? Da! Bin ich etwa von der Seite gekommen? Dann wäre auch das Zelt da. Ja, es würde passen. Da drin, da müsste das Zelt drin sein. Hilft mir jetzt nicht so viel weiter, weil ich trotzdem keinen Pfeil mehr habe. Das ist doch einen, habe ich glaube ich noch. Hier müsste ich meinen Kadaver drin finden, obwohl man verkadavert ja. Erst fürchtete ich beim Server Restart. Habe ihn leider nicht dran gedacht. Wird natürlich auch die Leiche entfernt. Eine Sichel. Okay, ich nehme die einfach mal mit, die Sichel. Da kann man einen Sichelschnitt mitmachen. Vielleicht kann man damit ja auch Schafe niedermetzeln. So, bin ich aber von... noch ein Zombie. Bin ich aber von hier gekommen. Also müsste ich hier ein Zelt finden. Ta-ta-ta. So. Den hängen wir uns mal über. Das muss unbedingt mit. Der muss mit. Den Rest kann ich mir jederzeit wiederholen. Zum Beispiel könnte ich sehr schön Handschuhe gebrauchen und einen Puschel auf dem Kopf. Und eine bessere Jacke als die, die ich anhabe. Ach, das geht ja gar nicht. Muss ich ja erst leer räumen. Und den auch noch zum Aufwärmen. Ja. Okay. Nehmen wir auch mit. Genau. Und für die Jacke muss ich erst die eine leer räumen. Wo ist sie denn? Stick West Hunter Pads. Wird gar nicht angezeigt hier. Also so rum. Gut, dann müssen wir die auf den Boden legen. Und die andere auch, um sie anziehen zu können. So. Und jetzt den ganzen Scheiß hier einsammeln. Gold hat's draußen auch noch irgendwie. So, das war das, was ich jetzt direkt brauche. Dann muss ich anscheinend meine Hose reparieren. Die hat ja auch schon wieder einen abgekriegt. So schnell geht das. Nee, Satz da, genau. Und die Hose. Und dann wärmt sie mich nämlich auch wieder. Der dahin und dafür kommt die Sense, die irgendwo hier drin ist. Ja, wo finde ich die denn da? Die kommt. Nee, das ist ein Bogen. Wo ist jetzt die Sense? Da ist sie. Ja, schön, tun wir sie erstmal dahin. Dann werde ich jetzt wohl den Sensenjäger spielen müssen. Auch schon so langsam wieder dustrig. Seht ihr irgendwo Schafe? So noch ein Gewitter oder wird das eine von diesen Katastrophengeschichten? Hier gibt es ja auch so Elektrostürme und sowas. Das trifft sich aber gar nicht gut. Ich denke, ich gehe erstmal an den Zombies vorbei, Häuser plündern. Erstens bin ich dann in Häusern. Und zweitens mit einem Pfeil noch irgendwie ein Schaf zu schnetzeln. Ich kann die Sense schon mal in die Hand nehmen. Der Sensenmann.
Naja, Cerealien, Reichhölzer, ja, Skate-Helmet. Muss allerdings eine BK-18. Ist vielleicht besser als Pfeil und Bogen, wa? Ein Pfeil. Kann ich auf den Bogen eigentlich auch verzichten oder ihn zumindest hier irgendwie quer reinpacken. Klebeband ist auch immer gut. Sunglasses. Ja, wenn ich irgendwas brauche, dann das. Ein Hoodie? Nein, aber die Flinte, die nehmen wir mit. Ja, das eben den Skate-Helmet. Dann lasse ich den Puschelkopf hier und setze mir lieber einen Helm auf. Das ist irgendwie gesünder. Hoffe ich. Ich hau die Hälfte der Zeit daneben und schon bin ich verletzt. Klasse. Wo wollte ich rein? Da wollte ich rein und mich dann schnell verbinden. Noch eine BK-18. Jetzt brauche ich aber einen Lappen auf der 7. Oh, ein Handbeil. Das ist auch nicht schlecht. Aber das Handbeil ist auch als Waffe besser als die Sense. Aber es ist schon aus Feuerwerksgründen besser, beides zu haben. Der Bogen. Der bescheuerte Bogen. Den tun wir auf die 1. Okay, Maske. Meine Güte. Es ist ja nicht so, dass hier nichts rumliegen würde. Das kann man echt nicht sagen. Ein paar Patronen. Ein medizinisches Thermometer, ein Skate-Helmet. Das hat eine Farbe schwarz. Gefällt mir besser als blau, obwohl es schön zur Weste passt. Aber ich bin halt gefechtsgeschädigt. Irgendein komisches Geräusch. Ich glaube fast, das hängt mit diesen Stürmen zusammen. Dann sollt ihr vielleicht in einem Hause drin bleiben. Ich habe ja erstmal ein paar Cornflakes gefunden. Ein Seil. Naja, vielleicht kann ich ja irgendwo angeln gehen. Quilted Jacket mit noch einer Bandage drin. Ich glaube, hier bleibe ich. Sagt das Gepoltere da am Horizont, das hat so ein bisschen das Gefühl, ein Repeater Carabine. Hm, jetzt wird der Platz aber knapp. Rifle Sling Leather. Tue ich da mal einen Repeater, der sieht aber auch schon ein bisschen angegriffen aus, der Schießprügel. Bisschen Schrot. Nicht und Korn, aber Schrot. Jetzt knabber ich erstmal den Krimskrams hier auf. Ja, dieses ferne Poltern, das hat irgendwas mit so Elektrostürmen oder so zu tun. Irgendwas, das man normal nicht erleben will. Multivitaminpillen, Leder Repair Kit, ja. Ich habe schon überall diese Gaskanister gefunden, nur nicht den Brenner, den man dafür braucht. Kompass, was wofür es gut ist. Schalldämpfe 22er. Damit könnt ihr euch rektal schänden. Polizeizombies, wo kommen die denn hierher?
Fürchte, ich werde mal wieder ein bisschen auf mich aufmerksam machen müssen. Ach, Herr Oberforstrat. Ja, ne, so auf dem Reinlaufen schnell noch einen Nackenschlag verpasst. Spaß, das ist doch eine Flinte? Und ich habe doch zufälligerweise Schrotpatronen hier und da? Ja, ich glaube, da lässt sich was mit anfangen. Was haben wir denn hier? Ein Repeater. Die berühmten 357er Patronen, die man nie findet. Ja. Total unnütze Sachen hier vorbelegt. Die Sense kann ich auch entsorgen, wa? Hatte ich nicht noch irgendein Messer irgendwo? Das Ding kann weg. Ja, so langsam, glaube ich, bleibe ich besser drin. Weil draußen geht's rund. Wie heißt es so schön? Im Krieg ist es wie im Kino. Hinten sind die besten Plätze, vorne flimmert's. Spooning. Das ist, vergessen wir mal ganz dezent. Er ist erfreulich leise. Mehr als einen Kompass brauche ich nicht. Ein Fireplace mit irgendwas drin? Hat schon jemand Papier reingelegt, aber kein Holz. Also langsam weiß ich auch nicht mehr, von welcher Seite ich hier eigentlich reingelaufen bin. Hier war ich noch nicht drin, oder? Ich riskiere mal einen Blick. Ja, Tire 1, das muss man auch haben, wenn man noch kein Auto hat. Shotgun Pistol? Geil ist das denn? Das sieht aus wie eine Leuchtpistole, die sie irgendwie umfunktioniert haben, ne? Die sind gar nicht mal so schlecht manchmal, die Dinger. Oh, guck mal, hier eine Tüte Reis. Das nehme ich mit. Und 762x54R, das ist für den Mosin. Findet schon viele nette Sachen. Jetzt bleibe ich aber trotzdem erstmal hier drin. Oder ich lock mich aus oder sowas. Irgendwas. Da rührt sich was. Es braut sich was zusammen. Oh, ihr habt es gar nicht mitgekriegt, aber bei mir war jetzt kurzzeitig der Ton weg. Ja, dunkel wird's. Und es poltert in der Ferne und ich weiß nicht, was passiert. Das ist schlecht. Oh, jetzt geht mir das Getränk aus. Das ist noch viel schlechter. Dann muss ich die Peaches aufmümmeln. Ich höre Gewisper. Das ist eigentlich ein ziemlich sicheres Anzeichen dafür, dass irgendwas passiert. Ach, jetzt sind die Canned Peaches auch noch gefroren. Oh, der Reis. Der Reis ist bestimmt... Ich will ja was trinken. Ja, jetzt wird's langsam blöd. Und ein Feuer machen kann ich hier drin? Doch, theoretisch könnte ich hier drin dann ein Feuer machen. Aber nicht, während da draußen Bambule ist.
Ja, jetzt geht's rund. Ich gehe mal in volle Deckung hier. Da wollte ich nicht draußen sein. Ich glaube, das war's. Aber ich glaube, ich bin bewusstlos geworden, oder? Oder ist es einfach nur wirklich so dunkel? Nee, ich kann nichts tun im Moment, also bin ich vermutlich bewusstlos. Oder gelähmt oder sonst irgendwas. Da bin ich wieder. Ich habe doch hier irgendwo ein Knicklicht. Da. Das ist jetzt so rotes Licht draußen oder nicht das am Knicklicht? Würde jetzt sehr gerne... Ja, Feuerholz wäre gut. Feuerholz holen. Feuerchen machen. Aber dabei bloß nicht die Orientierung verlieren. Das wäre schlecht. Vielleicht noch einen von der Sorte, aber ich denke, das reicht schon, um ein Feuerchen zu machen und die Dose aufzutauen. Muss man den nicht irgendwie aufmachen oder so? Ah ja. Also, den dahin. Irgendwelche Fetzen. Und wir craften einen Fireplace. So, attach. Warte mal, das nehmen wir erstmal in die Hand. Dann nehme ich den Fireplace in die Hand. Und den... Muss ich doch hier in diesen Herd stopfen können. Ansonsten scheiß drauf, sonst gibt es hier halt ein Feuerchen auf dem Fußboden. Ach, vielleicht ist hier schon ein verbrannter Fireplace drin. Naja, scheiß drauf. Also, dann adden wir das auch noch. Und dann habe ich hier irgendwo ein Feuerzeug, das ich nicht entzünden kann, aus irgendwelchen Gründen. Irgendwas ist ja immer, ne? Dann nehme ich das wieder in die Hand. Kann ich das da dazu tun? Attach. So, und das müsste ich jetzt da drinnen aber entzünden können. Kann ich die auch rausnehmen hier? Nee. So, Feuerzeug. Ignite. Na siehst du, geht doch. Der gute Ignatius. Gleich schön hell hier drin. Muss ich mir erstmal aufwärmen.
Ich glaube, es braucht ein bisschen, bis die Dose warm ist. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig. Cooking und Smoking. Frozen. So, eine Sekunde, schnell wieder runter. Immer noch frozen, aber bei 40 Grad. Also den Bug haben sie immer noch. 40 Grad, aber gefroren. Naja. Das überstehe ich jetzt auch noch. Also erstmal aufwärmen lassen. Mal gucken, dass es was wird. Dann logge ich mich aus, bis die Nacht vorbei ist, damit wir wieder Tageslicht haben. Ich bin jetzt extra drin geblieben, weil ihr solltet dieses schöne Erlebnis eines Elektrosturms mal gesehen haben. 30 Grad und immer noch frozen. Es braucht halt seine Zeit, ich weiß. Attach, ja, von wegen. Dann verbrennt er mir nämlich da drin. Zustand ist pristine. 21 und schnell wieder raus. Und jetzt ist es immer noch 30 Grad. 21 und raus. Lass ich mal bei Smoking versuchen. Nein, macht er auch nicht. Ich habe auch keinen Kochtopf dabei, fällt mir auf. Immer noch frozen, aber keine 30 Grad mehr. Ein 40 Grad warmer Eisklotz in Händen. Short Stick, badly damaged. Wie überraschend. Frozen. Kann ich das schon essen? Nein. Muss ja aufpassen, dass mir nicht zu warm wird hier. Draußen röcheln die Zombies. Der Fireplace ist gleich niedergebrannt und ich hoffe, bis dahin ist auch die Dose aufgetaut. Frozen. 21, 22. Dort 40 Grad gefrozen, ja. Ach ja, der Brenner fehlt mir. Der wäre toll. Was haben wir überhaupt? Das ist 27 mal 54. Das halt so ist, man hat alle möglichen Munitionssorten, nur nicht die, die man braucht. Wasserflasche wäre jetzt auch irgendwie gut. Ich glaube, hier kann man ein Zelt attachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte womöglich gehen. Das ist 9 Para. Den machen wir hier hin, dann geht das Verbinden deutlich schneller. Oder du musst auch hier mitgehen, man kann sich auch mit Tape verarzten. Frozen, der braucht 30 Grad. Einundzwanzig, 22, 23, 24. Frozen, 50 Grad. Ich sag ja, wenn's Feuer aus ist, logge ich mich aus und suche morgen nach Wasser bei Tageslicht. Vielleicht kann ich ja doch noch ein Schaf schnetzeln, jetzt wo ich eine Peng habe. Mit der Schrotflinte sollte man eigentlich so ein Schaf schaffen. Das dann möglichst schnell verwursten und sich dann vom Acker machen, bevor die Zombies ankommen. Angedackelt kommen. Vielleicht nochmal gucken, ob das Zelt noch da ist, weil ich könnte noch ein paar Lappen zum Feuer machen brauchen. Da sind ja noch welche. Haha. Fünf Stück. Kommen wir mit hin. Gürtel habe ich leider keinen, da könnte ich nämlich dann sehr schön Messerscheide befestigen. Das
zu heiß kann es mir jetzt eigentlich nicht mehr werden. Weil den Bug haben sie behoben. Das, also dieses Thermometer unten rechts, ne, ihr seht, das Dach für geht weiter nach oben. Und da konnte man sich sehr schön selbst verbrennen bei. Das haben sie zum Glück abgeschafft. Also Aufwärmen jenseits des Lebens, der Lebensfähigkeit ist nicht mehr drin. So, Ollo. Feuer ist aus. Letzte Glut. Peach ist gefroren. Na klasse. Aber hell ist es noch. Ist noch 600 Grad heiß, ne? Das reicht ja. Ja. Hm. Oh ja, gut. Also, wenn der nicht auftauchen will, dann mache ich mich vom Acker und ja, Exit. Danke fürs Reingucken.